Wir wollen, dass ihr Gott begegnet, damit ihr eine Entscheidung trefft, die für die Ewigkeit ist. Und er zeigt uns Menschen, was es eigentlich wirklich bedeutet, Mensch zu sein. 1, 2, 3, 4, race! Let's go, let's go! Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, liebe Encounter Crew online, Encounter Crew Spotify und Co. Ja. Wir fahren gerade in unserem Tourbus von der Stadt Bregenz nach eigentlich Salzburg, Schrägstrich unsere Unterkunft in Freilassing. Ja. Und wir sitzen heute hier mit dem Patrick. Patrick kennt man so nicht. Er hat warum auch immer eine Sonnenbrille auf. Und hier drüben ist der Eli wie gewohnt. Nein, Spaß. Genau. Hier drüben sitzt der. Eine Sonnenbrille auf? Hier drüben sitzt jemand mit einer Sonnenbrille. Hm, wer ist das wohl? Wer ist das? Ich würde sagen, du stellst dich einfach mal selber vor. Wie würdest du dich selbst hier introducen? War das gerade ein Fehler, oder? Ja, das war voller Fehler. Das war voller Fehler. Schwierig. Oh je. Direkt die geheime Identität abgelegt. Oh, oh, oh. Du musst das, der kommt mir bekannt vor. Du musst das Mikro ein bisschen näher an dich ranheben. Bin ich so leise? Ja. Ich bin der Thomas. Alle haben darauf gewartet. Und ich weiß nicht, was die an mir haben. Ist das, wie du dich der Welt vorstellst? Nee. Ich bin der Thomas, ich weiß nicht, was die mit mir haben. Ey, geile Vorstellung. Aus irgendeinem Grund meldet sich der Chris immer wieder, dass ich vorbeikommen soll und mitkommen soll, aber wenn ich dann da bin, werde ich gemobbt. Nee, jetzt mal ehrlich, ich wäre echt also mal von ich dir... ich mag dich, Thomas. Ich will mal von dir wissen, wie findest du so das Arbeitsklima hier? Wie sind so die, wie sind so die Bedingungen? Ist der Wahnsinn. Fühlst du dich hier wohl? Ich würde echt mal hören von dir, also ernsthaft. Nee, ist schon chillig. Ja? Schon chillig. Okay. Ja. Ist es so, ist es chillig oder ist es eher so chillig? Gibt's noch eine dritte Option? Oh Mann. Hey, das ist ja auch ein geiler erste. Sound. Bitte? Das erste. Aber das war mir schon direkt klar. Es wäre aber auch noch sowas hier da. Oh. Ah nee, warte. Das da. Das erste. Das wird hier immer besser. Das erste. Okay. Also wir haben viel zu lachen. Der Thomas ist auch echt ein Witziger. Ich hoffe, ja. Er zeigt es auch im Podcast. Der ist ja. Super witzig. Ja. Ich glaube, er fühlt sich gerade extrem unwohl. Ich spüre das. Ja, aber es ist genial, dass er da ist. Ich auch. Ich fand auch den Geniestreich mit der Sonnenbrille total genial am Anfang. Schon gut. Das war so eine gute Idee. Da hätte man nicht auch fast mit Eli verwechseln können. Witzig sein. Mein Schwan. Ich habe gesagt, er soll die auflassen, weil ich es so cool fand. Wir haben von Anfang an nicht verstanden, wieso er sich die Sonnenbrille aufgesetzt hat, aber nein, das war schon er wollte unbedingt starten mit der Sonnenbrille, haben wir ihm gesagt, mach's einfach. So es gibt aber wirklich auch so Leute, die haben in Innenräumen immer Sonnenbrillen auf und ja, ich denke immer, was soll das? Also, Stars. Ja. Ach so. Ich habe mal Musikvideos. Bist du ein Star, Thomas? Für einen, also mittlerweile ist es ein Freund von mir, aber als ich angefangen hatte, für den Musikvideos zu drehen, noch nicht. Er hat nachts Sonnenbrille beim Autofahren getragen, weil er fand, dass es cool aussieht. Aber hat der Scheinwerfer sieht man doch nichts. War das zufällig Apache? Nee, für den habe ich noch keine. Hieß der zufällig Bushido oder so? Kennt man den? Dann hau mal einen Namen raus. Darfst du nicht? Das ist ein Freund Top von dir? Top Secret. Sag mal. Ach, komm, Thomas. Du musst ein bisschen was droppen, sonst ist es langweilig. Ja. Liebe Grüße an die beiden Mädels. Er hat mir nicht eure Namen verraten. Wir waren heute Abend essen. Ah, warte mal. Oh, ich habe was richtig Cooles vorbereitet. Also passt auf. Heute bin ich wirklich der Eli, weil ich werde nicht ausreden gelassen. Willst du gerade... willst du diesen Sound du machen? Willst du den Sound zeigen? Ja, gesehen. Lass es mich abspielen. Ja, okay. Weil ich kann mich direkt darauf verbinden. Bluetooth. Richtig gut. Dann leite ich es dir weiter. Du hast es ja auch. Ich hab's ja in der Gruppe. Genau, also erstmal ganz liebe Grüße an die Larina und die Marlena aus der Schweiz. Die waren heute bei unserer Tour zu Besuch. Ja. Das sind zwei Podcast-Hörerinnen und die sind Fan schon seit Tag 1 fast. Und ich ganz liebe Grüße gehen raus an euch. Die haben uns jedem Einzelnen einen Brief geschrieben. Und mit geschrieben meine ich, das schaut aus, als hätte man das wirklich gedruckt. Ja. Im Sinne von, da ist so eine... Die können Kalligrafie. So fühlt sich das an, wenn man unterbrochen wird. Das Unterbrechen ist gar nicht das Schlimme, sondern... Du machst mich fertig, Thomas. Du hast mich rausgebracht. Bitte?
Es sind erst 9 Minuten vergangen, ist schon, du machst mich fertig, du Thomas. Machst mich einfach fertig, Thomas. Nein, Spaß. Unterbrechen ist nicht schön, das stimmt. Wo waren wir jetzt? Jetzt konnte ich nicht fertig machen, du nicht. Ich wollte den Gruß aussprechen. Thomas hat alle rausgebracht. Ich wollte liebe Grüße sagen. Ganz kurz, ich wollte gerade so richtig schön erklären, wie schön dieser Brief geschrieben hat. Ja. Und der Thomas hat es gerade so richtig abgetan. Dir kann Kalligrafie. Aber Kalligrafie ist dann schön. Ich wollte gerade so richtig schön erklären. Du hast es so nee, weißt du was? Ich habe jetzt Pluspunkte bei den beiden, weil ich weiß... Ich weiß auch, dass es Kalligrafie ist, aber ich wollte das gerade umschreiben, wie wunderschön, weil das war nicht einfach nur Kalligrafie, das war wirklich wunderschön umgesetzt. Und auch im Gebet, also da waren ja Bibelvers und richtig ermutigende Worte. Genau. Und was Süßes noch für jeden. Sweet. Und die haben aufgepasst, ja, schau mal, und was sie noch gemacht haben. Chris. Zeig mal. Chris Beck. Und warum, Maxi, hast du auch eins bekommen? Was? Hast du auch eins bekommen oder gibt es nur ein Chris-Pack? Nein. Ich mag ja keine Gummibärchen, weil diese Podcast-Hörer, die kennen sich richtig gut aus. Ja. Und ich habe gesagt, ich bin Team Schokolade und haben sie mir Schokolade mitgebracht. Nice. Also ich bediene mich auf jeden Fall auch gerne von den Gummibärchen. Das ist schön. Und dann haben sie was gesagt. Genau, ganz lustig. Meine Lieben, wir haben eine Idee. Wir machen jetzt eine Challenge mit euch, ein Spiel. Und zwar, wir lassen eine Sprachnachricht abspielen, das haben uns die Mädels draufgesprochen auf unser Handy. Und ihr müsst erraten, was, also es ist auf Schweizerdeutsch, was das heißt. Schweizerdeutsch. Und ihr müsst in den Kommentaren raten, was das heißt. Also und ihr macht dann auf Pause und ihr könnt oh nee, ich hab's euch schon gesagt, und oder? Ich hab's auch noch nicht gehört, und tatsächlich. Larina und Marlena. Marlena dürfen nicht mitraten. Nee, überhaupt. Schweizerdeutscher. Schweizerdeutsche. Was redest du? Schweizer? Schweizerdeutscher? Schweizerdeutsche. Schweizerdeutscher. Ich war gerade sowas von woanders in meinem Kopf. Alle Schweizer dürfen nicht mitmachen, weil sonst ist es langweilig. Ja. Wenn einer das droppt, dann kannst du dich da lesen. Und auch nicht, also alle Schweizer bitte nicht mitmachen. Aber jeder Deutsche und Österreicher, bitte, macht da mit. Ich bin gespannt. Und Spoiler, alle hier im Bus haben es nicht erraten. Ja. Kann man mal sagen. Also ich habe es noch nicht gehört, tatsächlich. Ihr müsst in die Kommentare schreiben, was es heißt. Hast du wieder Reels gemacht? Also, ja. Los geht's. Ich bin am Arbeiten hier. Jetzt muss der Patrick raten, was es heißt. Okay, ich bin gespannt. Ich probier's. Käschli. Okay, warte. Käschli. Und los. Im Käschli hat es ein Käschli. What? Genau. Ja, genau. Also ich behaupte... Magst du es nochmal hören? Ich glaube... Ja, mach nochmal, mach nochmal. Ich muss mich konzentrieren, okay? Kann ich Käschli. Okay, warte. Käschli. Und los. Im Käschli hat es ein Käschli. Ah, okay. Keine Ahnung. Orte. Was soll das bitte heißen? Ich glaube... Es ist was in der Küche. Ah, ich hätte jetzt gesagt, es hat irgendwas mit einer Süßigkeit zu tun. Richtig. Wirklich? Stimmt. Ja, ohne Spaß. Krass, oder? Aber das war auch nicht alles. Also aber wie kommst du da drauf? Soll ich nochmal? So, ich hab Rindvieh verstanden. Irgendwie. Hör mal das letzte Wort ganz genau hin. Wisst ihr schon, was es heißt? Ja. Ach, woher? Ja, die hat es aufgelöst bei mir. Ah, okay. Mach nochmal. Ich mach hier immer ein bisschen. Käschli. Okay, warte. Käschli. Und los. Im Käschli hat es Käschli. Ah, okay. Das ist so genial. Selbst wo ich weiß, was es heißt, das ist so fern von unmöglich. Aber kann man nicht verstehen. Ja, jetzt auch wohl kein Schweizerdeutsch mehr dann, oder? Schweizerdeutsch. Ja, aber was hat das noch mit Deutsch zu tun? Das ist kein Deutsch. Ja, das sagt man so. Ja, ich weiß. Nee, also keine Ahnung. Das werde ich nicht erraten. Ich bin schon stolz, dass das mit der Süßigkeit gestimmt hat. Lösen wir es in der nächsten Folge auf? Oder jetzt schon? Eigentlich ist ein guter Cliffhanger. Ihr könnt ja auch ein Gewinnspiel machen. Am Ende der Folge lösen wir es auf. Nein, das ist jetzt das Ende der Folge. Schön, dass ihr da wart. Danke, schön war's. Wir freuen uns. Danke, Thomas. Ist das eigentlich irgendeine Podcast-Folge, wo Chris nicht so in dem ersten Drittel der Podcast-Folge sagt, das war jetzt das Ende? Er findet das jedes Mal lustig. Echt? Oder? Weiß ich nicht. Nein, ich distanziere mich. Habe ich das so oft gesagt? Nein, ich glaube es nicht. Schreib es in die Kommentare, wie oft hat Chris das schon gemacht. Jetzt mal im Ernst, habe ich das oft gesagt? Also ich habe es schon ein paar Mal mitbekommen. Ja? Glaube ich. So eine leichte Timothy, guck mal, aber Timothy ist immer auf meiner Seite. Sie sehen sogar gleich aus. Nur der Zaun passt nicht. Ich finde, hier ist so eine leichte Diss-Stimmung. Ja, schau mal, kaum ist der Thomas hier im Podcast. Es ist der Dist. Merkt ihr das? Könnt ihr das mal... Das macht er die ganze Zeit mit uns.
Der macht uns die ganze Zeit, kommt ja. Da irgend so ein... In den letzten Folgen dachten die, dass ihr auf mir rumhackt, ne? Und er konnte sich auch nie wehren. Jetzt endlich, Timer aus, Thomas. Genau, komm. Jetzt Timer aus, Thomas. Mach sie fertig, komm. Mach sie fertig. Nee, ich fand, heute war ein sehr guter Tag. Ich wollte gerade sagen. Auch. Wir gehen jetzt mal in die Friedensrichtung. Und ich will noch jetzt eine Sache sagen, weil die letzte Podcast-Folge war echt deep. Ja. Was? Frieden? Ja. Gibt's einen passenden Knopf, den ich drücken kann für das? Ja. Der war falsch. Nee, schau mal, du kannst mal alle durchgehen. Das ist der. Das ist klar. Das ist Applaus. Der wäre eigentlich gut gewesen. Der wäre gut gewesen. Ja, aber mein Lieblings ist der hier. Okay. Nice. Schön. Genau, ich wollte sagen, die letzte Folge war ja echt deep. Und wir haben die auch so beendet mit: Leute, wir klären euch auf, was Gott uns gesagt hat. Stimmt. Mhm. Und jetzt ist halt hier völlig wild. Der Eli ist nicht mehr da. Also genau. Wir müssen irgendwie das auf. Wir müssen ein bisschen darüber sprechen. Also, warum ist der Eli nicht da? Das haben wir gar nicht gesagt. Ja. Der Eli ist nicht da, weil. Das bürgert sich hier wohl ein. Jedes Mal, wenn wir Podcast aufnehmen auf der Encounter-Tour, ist der Eli einfach einmal nicht da. Entscheidet einfach eines Abends so, ich bin heute, halt, habe ich Schlafenszeit. Aber halt auch, weil es 1.30 Uhr und ist und wir mal gesagt haben, wir wollen vor Mitternacht aufnehmen. Ja? Und dieser Tag ist heute. Oh, es ist 2. So. Und deswegen ist der Eli nicht da, deswegen sitzt jetzt der Thomas da. Nee, deswegen sitzt eigentlich der Patrick da, weil der Patrick, der war ja eigentlich schon da. Ja. Und wir haben heute genau das gemacht, was wir gestern gesagt haben. Wir sind alle, bevor wir uns alle getroffen haben, sind wir wo auch immer hingegangen. Ich weiß gar nicht, wo ihr alle wart. Ich war auf jeden Fall im Wald. Ich auch. Dich habe ich gesehen. Dich habe ich gesehen, aber alle anderen habe ich nicht gesehen. Und wir hatten alle, glaube ich, eine gute Zeit mit Gott, oder? Ja. Also ich hatte eine gute Zeit mit Gott. Wollen wir das jetzt droppen, was jeder hatte so? Ja, so in der Kurzfassung halt, oder? Ja, okay. Weil wir haben ja gestern gesagt, eben, dass in Innsbruck sehr angegriffen war für uns und wir auch irgendwie nicht zufrieden waren. Und zu welchem Entschluss sind wir jetzt gekommen, eigentlich, was wir gestern schon gesagt haben, ne? Ja. Gott hat uns da so ein bisschen belehrt oder halt so ein bisschen ausgebremst und einfach auch zu dem Fokus wieder auf ihn gelenkt und raus aus der Routine. Und einfach, ja, wir sind richtig ins Gebet gegangen heute und haben Gott einfach wieder ganz neu eingeladen. Und heute der Outreach war richtig, richtig stark. Ja. Und ich glaube, Routine ist ja genau dieses Stichwort, was irgendwie voll vielen Leuten kam, so dieses, dass wir einfach aufpassen müssen, dass es nicht, also es ist komisch, wenn sich eine Bequemlichkeit entwickelt, auch wenn irgendwie jetzt natürlich wir nach mehreren Touren irgendwie so drin sind und man, das ist ja auch gut. Also es ist ja auch was Wertvolles, dass man weiß, wie es abläuft. Ja. Aber wenn man sich daran gewöhnt, in diese Bequemlichkeit geht und einfach immer das Programm abspult. Und ich fand das auch so cool, dass du das heute umgesetzt hast, dass du gesagt hast, hey, ich frage Gott jetzt auch mal konkret, was willst du, was ich für diese Stadt, was ich den Leuten in dieser Stadt erzähle, anstatt nur sozusagen das abzuspulen, was ich immer mache. Und ich finde, das hat man heute halt auch voll gemerkt, dass du es ein bisschen umgewandelt hast und dass es Leute vielleicht nochmal anders angesprochen hat, weil du gesagt hast, hey, also ich fand das so interesting, zu diesen, das bei dir so zu sehen, dass du gesagt hast, eigentlich mache ich das ja in der Predigt auch so, dass ich Gott vorher frage, was willst du den Leuten in meiner Church sagen? Ja. Warum mache ich das nicht auf der Straße genauso mit, was willst du den Leuten heute hier auf der Straße sagen? Ja, und da muss ich auch wirklich Props an Chris geben. Auch deinen Anfang fand ich richtig, richtig stark mit deinem Opa. Das war richtig krass. Ja. Voll von Gott geführt. Ja. Richtig schön mit, ich durfte auf seiner Beerdigung sprechen und dann richtig reingegangen in, was habe ich dort geteilt und das Evangelium, das fand ich sehr, sehr stark. Ja. Und wenn wir gerade bei Liebesdingen teilen sind, will ich an dich sagen, Thomas, du hattest die Idee, ich glaube gestern schon, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern und das fand ich richtig, richtig stark. Dann haben wir heute gemeinsam Abendmahl gefeiert und das hat was gemacht. Das war wirklich richtig cool. Fand ich auch. Schön. Nee, ehrlich, weil ich glaube, wir hatten ja heute dadurch, durch diese Session, wo wir auch uns gegenseitig darüber ausgetauscht hatten, was wir in unserer Zeit mit Gott so empfangen haben und mit ihm gesprochen haben, eine andere Form. Näher dran? Okay. Ja. Hat man jetzt nichts gehört bis jetzt? Doch. Oder? Okay. Doch, schon. Das heißt, die Leute mussten das Handy so halten. Genau. Jetzt. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gemacht habt. Ja, also Handy. Schickt uns Fotos, bitte. Ich finde es cool, dass das Abendmahl halt eint miteinander und in der arabischen Kultur habe ich gelernt, das ist so, wenn du mit jemandem zu Tisch sitzt, verbrüdert man sich miteinander. Und ich finde, das Abendmahl hat für uns mitunter
auch so eine Bedeutung, dass wir gemeinsam uns daran erinnern, an dieses Mal und an das, was Jesus für uns gemacht hat und welche Identität wir daraus ziehen. Und ich finde, das hat eine coole oder gibt eine coole Ausrichtung für alles, was man danach macht, weil man auch irgendwie zueinander nochmal, ne? Als Bros. Ich hoffe nicht erst seitdem. Das war schon länger. Aber was ich toll fand, war auch dieses, ich spreche dir was zu, ich habe das so in der Form auch noch nie gemacht. Schön, ja. Also, weil was wir gemacht haben, ist, wir haben nicht einfach nur irgendwie so das Brot und das Blut, also und was war das eigentlich, Traubensaft, weitergereicht, sondern jedes Mal, also er hat angefangen, hat quasi in die eine Richtung des den Traubensaft, in die andere Richtung das Brot, und er hat dann immer so im Endeffekt einen ermutigenden Satz dem Gegenüber zugesprochen, und das hat dann jeder bei seinem Nachbarn quasi gemacht. Mhm. Und ich habe das so in der Form noch nie gemacht tatsächlich, aber ich fand das extrem toll, ehrlich gesagt. Ich fand's cool, dass ich was Neues gelernt habe, weil Timothy ja heute kurz erzählt hat und ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber klar, dass im Alten Testament die Symbolik des Abendmahls schon vorbereitet wird in der Geschichte von Josef, weil ja da auch der Mundschenk mit dem Wein und der Brotbäcker drin vorkommt und sozusagen am Ende der Leib Christi stirbt und das Blut wird vergossen, dass wir leben können. Das fand ich richtig krass, also dass diese Symbolik da schon drin steckt. Und klar, ich meine, man kennt diese Story, aber so bewusst war mir das noch nicht. Also, ja, finde ich auch krass. Finde ich auch. Und dann kam der Einsatz. Wir haben ja gesagt, Innsbruck war für uns angegriffen. Wie ging es euch heute beim Einsatz? Was war dein Gefühl, Chris oder Patrick oder Tom? Also ich fand tatsächlich, von Anfang an war es so ganz anders als gestern. Ja, ja. Es war von Anfang an, also ihr fangt ja an, von euch aus war richtig die Gegenwart Gottes da, aber von Anfang an. Mhm. Und als du angefangen hast, ich fand es auch richtig krass, dein Einstieg, auch an der Stelle, weil es, wie, du hast es vorher gesagt, mit der Freude, oder was hast du? Nee, du hast es gesagt. Das hast du gesagt gerade, dass er es anders umgesetzt hat, gell? Ja, genau. Und das hat auch so gut gepasst, weil da schon so viel Freude halt in der Atmosphäre war. Genau, da war so eine Freude, genau das wollte ich gerade sagen. So wie ihr den Lobpreis gemacht habt, das war so vorbereitet auf das, was du gesagt hast. Perfekt gepasst. Und es hat einfach geflowt irgendwie. Hm. Aber ich will es gar nicht Flow nennen, weil Flow hört sich wieder an, so wie wir haben irgendwie was gut gemacht, sondern Gott war einfach da. Ja. Ich habe einfach gemerkt, Gott war heute da. Nicht, dass er gestern nicht da gewesen wäre, aber ich glaube auch, dass es gestern wirklich nur für uns war. Ja, absolut. Ich glaube nicht, dass es voll viel passiert. Ich glaube, tolle Zeugnisse. Ich will auch gar nicht sagen, dass der Outreach gestern nicht gut war. Nee. Ich glaube einfach nur, dass Gott uns seine Gegenwart irgendwie nicht so hart spüren lassen. Und es war gut für uns, dass es gestern so war, wie es war. Und heute war es auch gut, dass es so war, wie es war. Ich fand es nämlich dann krass, heute Morgen zu lernen, wo die Firecamper ja so viel erzählt haben, was sie alles erlebt haben. Ja, voll. Und für mich, also ich fand es als Lobpreiser, fand ich es hart gestern so, weil du einfach gemerkt hast, die Leute waren nicht so dabei. Wir haben auch immer wieder ja probiert, die mal so nach vorne zu holen. Es hat nicht so richtig geklappt. Es standen eigentlich die meiste Zeit immer alle so ein bisschen so außen. Und du hast nicht so richtig diese Atmosphäre von, ich glaube, der einzige richtige Worship-Moment, wo ich das Gefühl hatte, wir machen jetzt zusammen Lobpreis, war ganz am Ende, wo ja aber eigentlich vor allen Dingen Eli nochmal alle Leute vom Team hergeholt hat und gesagt hat, hey, lass uns nochmal zusammen Lobpreis machen, das war auch richtig stark. Aber heute war es halt fast die ganze Zeit so, dass einfach die Leute da waren, dass wir gemeinsam Lobpreis gemacht haben. Aber ich glaube, ich sehe das ja dann auch aus einer sehr engen Perspektive, und nur weil jetzt vielleicht gestern der Worship dann nicht so ganz so die Rolle gespielt hat oder Mittelpunkt war, heißt es ja nicht, dass nicht trotzdem drumherum was passiert ist. Ja. Also es war ja nicht umsonst, aber natürlich ist es cool, wenn sich das alles auch gegenseitig unterstützt. Und ich glaube, es ist ja drumherum dann auch ganz viel heute noch passiert. Ja. Und ich sag's nochmal, die Firecamper, die gehen einfach ab. Ja. Ist so. Heute wieder die Tabita. Ja. Die ist mir aufgefallen heute, weil die ganze Zeit irgendwie hin und her und hin. Ich habe die nur rumevangelisiert. Die hat alles wegevangelisiert dort. Alles wegevangelisiert. Ich habe sie heute auch beobachtet. Auch die zwei Machine Gun Tabita. Schon, gell? Das ist ein geiler Spitzname. Und auch die zwei, die gepredigt haben, das fand ich auch toll. Ganz toll. Ja. Ja. Andreas und Kerstin. Ja. Ganz, ganz stark, ja, wirklich. Voll. War toll. Also, genau. Wie fandest du den Tag? Richtig, richtig gut. Ja. Und ich habe wirklich von Anfang, ich war so Gott so dankbar. Mhm. Nach gestern auch. Und dann, wie wir heute ins Gebet gegangen sind als Team. Und ich hatte schon echt so ein gutes Gefühl. Ja. Und irgendwie war so dieser ganze Druck weg von,
ich muss irgendwas tun oder ja. Ich habe heute einfach losgelassen und gesagt, okay Gott, wir sind jetzt einfach da, wir haben gebetet, wir haben Einheit gehabt und jetzt bist du dran. Und das hat so richtig, es war einfach richtig, richtig schön. Ich war danach wieder richtig zufrieden nach dem Einsatz. Ja. Und ich war so dankbar, dass wir im Schatten waren. Naja, das stimmt. Heute war richtig heiß auch wieder, 30 Grad. Also das Wetter ist toll. Ich will mich gar nicht beschweren. Ja. Ist teilweise fast schon zu heiß. Aber ja. Es ist halt cool, wenn man im Schatten ist. Ey, wisst ihr, wofür ich dankbar bin, dass wir jeden Morgen duschen können? Ja, auch voll gut. Ja, safe. Amen. Sonst wäre es auch schwierig auszahlen, ihr Bus. Wobei, ich bin voll dankbar, dass du dich wäschst. Ich wollte so sagen. Wir sind so dankbar, dass du Deo benutzt. Ich muss aber auch sagen, wenn man ehrlich ist, diese Tour hier, ja, das ist auch so ein Bild. Die Leute sehen ja, wir sitzen hier in diesem Bus und der Bus an sich ist ja auch krass, ja. Hm. Aber das weckt voll den Eindruck hier, man reist hier voll im Luxus. Und eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Ja. Das Ding hier ist, es ist saueng. Natürlich ist es ein großes Auto, aber es ist für acht Leute saueng. Überleg mal, das ist unsere Wohnung hier. Wir leben hier. Wir leben zu acht. Ihr müsstet, gibt es eigentlich so ein Bild, wie das auf der anderen Seite aussieht? Schon auf Insta. Lieber nicht. Nee. Aber lieber nicht. Und genau, und da hinten sind einfach nur Betten und die sind auch wirklich sehr eng. Kajüten. Das ist gar kein Bett. Das sind so Särge eigentlich. Ist, genau, von der Größe her ist es wirklich wie so ein Sarg. Das klingt jetzt böse, aber... Ich finde es aber schon Upgrade gegenüber dem Wohnmobil von letztem Jahr. Nee, ich nicht. Echt? Boah, das klingt jetzt böse, aber vom Schlafplatz her haben wir im Wohnmobil mehr Platz. Ich schlaf besser. Vielleicht liegt es auch nur noch daran, dass ich nicht mehr neben Edi schlafe. Ich wollte gerade sagen, du musst es halt nehmen. Wobei, nee, ich stimmt schon. Wir haben ja auch nebeneinander geschlafen. Ich fand's vom Platz wirklich auch angenehmer in dem Wohnmobil. Schon, ne? Auch nach oben hin halt. Allerdings auf das gerechnet, dass wir hier doppelt so viele Leute sind fast, eben, ist ja, das hier krasser. Ja, natürlich. Krass. Natürlich. Nur, und was ich aber sagen will ist, wie bekomme ich das eigentlich da drauf? Warum sage ich das? Darum, dass es kein Luxus ist. So, also es wirkt von außen so wie Luxus, aber es ist eigentlich jetzt nicht. Aber warum sage ich das? Warum habe ich das angefangen? Möchte ich gerne Mitleid? Ich dankbar bin, dass ich duschen kann. Genau. Und das wollte ich sagen. Genau. Die Dusche ist tatsächlich so der größte Luxus, den wir haben. Ja, das wirklich. Stimmt. Und das ist auch was, da bestehe ich auch irgendwo drauf. So, ich möchte in der Früh duschen. Weißt du, was ich meine? Ich will einfach duschen in der Früh. Habt ihr schon mal Zähne geputzt jetzt auf der Tour? Ja. Auf der Tour? Ja. Du? Ich auch natürlich. Einmal. Spaß, weil wir alle Ja gesagt haben, wo zählt mal. Also Pressure jetzt. Scherz, hallo. Wenn wir gerade alle Nein gesagt hätten, dann so, okay, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht, klar nicht. Natürlich putze ich Zähne. Einmal in der Woche. Jeden Tag. Ein oder zwei? Dead escalated quickly. Dreimal. Wirklich? Spaß, keine Chance. Nein. Aber ich auch nicht. Dreimal ist schwierig. Dreimal schwierig. Ja. Dreimal am Tag. Während der Outreach dann einfach. Eigentlich soll man dreimal am Tag die Zähne putzen. Was? Nein, laut Zahnarzt. Ohne Witz, schreib mir in die Kommentare, wer macht sowas. Das kann doch nicht gesund sein. Vor allem kennt ihr das in der Früh, du putzt so die Zähne und du weißt genau, jetzt kannst du eine Stunde lang nichts essen und nichts trinken, weil alles ist so. Blöd schmeckt. Wenn du morgens, mittags, abends Zähne putzt, dann kannst du nie was essen. Du putzt einfach Zähne nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen, nach dem Abendessen. Das ist ja kein Problem. Ich glaube, du hast nicht aufgepasst. Man soll zum Beispiel nach dem Essen überhaupt nicht Zähne putzen. Ja. Warum nicht? Das macht doch am meisten Sinn, weil da sind ja Essensreste dann noch in deinem Mund. Nein. Warum nicht? Also das wichtigste Zähneputzen ist tatsächlich vorm Schlafen gehen. Ja, auf und jeden Fall. Und morgens ist es eher so safe, nur wegen weil dem sonst Mundstuhl. Bleibt es ja über die Nacht drin. Also musst du auf jeden Fall nach dem Abendessen noch Zähne putzen. Vielleicht nicht direkt danach, aber... Also man in der Früh ist es ja eigentlich so, in der Früh soll man nicht nach dem Essen Zähne putzen. Aber warum nicht? Sondern vor dem Essen. Aber warum nicht? Ist das erstmal, dass ich das höre? Weil du... ich glaube, korrigiert mich gerne, wenn irgendjemand wirklich Bescheid weiß. Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, weil du beim Essen bilden deine Zähne eine Schicht, die wichtig ist und die schrubbst du dir dann beim Zähneputzen wieder weg. Okay, das ist eine Verschwörungstheorie. Eine Schicht von irgendwas. Daran glaube ich nicht. Das ist so Muck. Das ist Erschärung. Du bist das pinke Mikrofon, gell? Ja, okay. Du bist wirklich leise. Wir scherzen hier nicht. Darf ich ihn jetzt wieder hochdrehen? Ja. Okay. Hier. Das war nur ein Spaß. Ungefähr so funktioniert auch Zensur. Ja. Ja, genau. Kann man genau. In diesem Podcast live beobachten. Ja. Ja. Nee, wir haben es ja nicht so mit Meinungsfreiheit. Nee. Ist nicht so unser Ding. Apropos Meinungsfreiheit. Heute durften wir unsere Meinung in Bregenz verkünden.
verkünden. Das ist ja nicht nur Meinung, sondern auch Wahrheit. Kannst du mal ganz kurz erklären, was du auch hier machst bei uns, warum du hier bist, was dich dazu qualifiziert, hier zu sein? Machst du eigentlich was? Also die Frage, was mich qualifiziert, kann ich nicht beantworten. Aber, das weißt du selbst nicht, gell? Genau, ich weiß es selbst nicht. Ich glaube wirklich, dass Chris so, wenn er schlafen geht, Gott zu ihm kommt und sagt, hey, komm, hol den Thomas. Es ist warum Gnade. Auch immer, ich kenne die Antwort. Und der Chris denkt sich so, schon wieder und dann so. Lass den Geld an mir vorübergehen. Bitte nicht, schon wieder gehen. Das ist seine Frau so, Barbara, ich habe das Gefühl, ich soll den holen. Und die so, schon wieder? Muss das sein? Ich glaube doch wirklich, der soll es machen. Ja. Nee, so wird es sein. Ich halte einfach nur die Kamera in der Hand und versuche, das bestmöglich zu dokumentieren und festzuhalten, was diese hübschen und netten Jungs den ganzen Tag machen. Und Podcasts und Reels machst du ja auch. Also den Podcast schon. Aber wenn wir ehrlich sind, macht eigentlich Patrick die meisten Reels. Ja, stimmt. Patrick ist unser, wie hast du ihn heute genannt denn? Real Master? Der Mr. Real Master. Hat er sogar schon kommentiert. Ich mich gefreut. Sehr sweet. Props dem Props gebührt. Ja, finde ich schon. Der Patrick, danke, vor allem liebe der Patrick, Freunde. Der Patrick, der macht es so, bei dem ist es so, ich habe immer das Gefühl, normalerweise ich mache Reels und du machst auch Reels, aber ich muss mich da wirklich hinsetzen, ich muss mir Zeit dafür nehmen, ich brauche da Muße dafür, dass ich sowas mache und er, der macht es so, der ist gerade beim Aufräumen, beim Outreach, so, ne? Macht gerade noch einen Soundcheck für den nächsten Tag und mit seinem kleinen Finger schneidet er nebenbei noch gerade das Reel, das dann 10 Minuten, nachdem es aufgenommen wurde, online kommt. So nämlich. So auf die Art und Weise arbeitet der Patrick. Der macht so 5 Dinge gleichzeitig und gestern fand es so witzig. Heute auch wieder. Eigentlich jeden Tag. Gestern auf dem Weg zum Restaurant, da bin ich mit ihm, da warte ich glaube ich schon vorne oder so. Er auf dem Weg zum Restaurant mit seinem Laptop in der Hand und schneidet irgendwas auf dem Weg mit einer Hand auf dem Trackpad schneidet er irgendwas. Heute beim Outreach um ihn herum alles abgebaut und er stand nur noch auf seinem Laptop-Stand, der als einziges Stück vom Outreach noch übrig war. Und er stand da drauf und hat da gearbeitet. Echt? Das hat so witzig ausgeschaut. Alles um ihn herum ist schon weggeräumt. Aber er stand noch so da. So witzig. Also Fazit, folgt mir auf Instagram. Danke. Sehr gut. Ja, wenn wir schon mal bei Werbung sind. Angenommen, es kommt jemand richtig, richtig Reiches und der wird gern für seine Firma so ein Werbevideo haben, so eine richtig gute Promotion. Wo ist der Haken? Wo müsste man sich dann melden? Bei dem, kennst du einen guten Videografen? Ich mache jetzt keine. Kennst du einen guten Videografen? Ich mache keine Videos. Doch, auf seinem YouTube-Channel. Ja, aber ich mache keine Videos für andere. Nicht? Nicht mehr. Hattest du mal gemacht? Ah, früher, gell? Aber hast du, also bevor du Christ warst, oder hast du eine Zeit lang, als du dann Christ warst, auch noch Videos für andere gemacht? Ich war ein richtiger Profi. Richtiger Profi warst du? Ich hab das auch gemacht, wo ich Christ, also ich war ja irgendwie immer Christ. Falls ihr euch fragt, was diese mysteriöse Selbstständigkeit ist, über die Christ immer redet, wenn er sein Zeugnis erzählt. Schreibt es in die Kommentare. Ja, ich war selbst. Ich habe unter anderem. Aber das war also deine Selbstständigkeit? Gemacht. Also, du hattest ja 2 Jobs, hast du gesagt, gell? 3 Jobs. Sag mal, Dave, du bist doch wahnsinnig, oder? Wie kann man denn 3 Jobs gleichzeitig haben? Naja, egal. Und dann frage ich mich bei dir. Das Ding ist. Ich wollte gerade sagen. Das Problem ist, ich verdiene mit 80% der Jobs kein Geld. Nee, Moment. Ich hatte 3 Jobs nacheinander. Du machst 3 Jobs gleichzeitig. Ach so, ich habe immer verstanden, du hättest die gleichzeitig gemacht. Deswegen war ich auch immer so beeindruckt. Ich habe die, ja schon. Ja, im gleichen Zeitraum, aber nicht. Im gleichen Zeitraum, aber nicht. Ach so. Okay. Ich war nicht gleichzeitig in der Tankstelle und habe Filme gemacht. So. Ich hatte tatsächlich kurz, ich war kurz davor, ich glaube, ich habe es einmal auch erwähnt, aber ich konnte das ja eh nicht mitbringen wegen dem Flug und so. Weil ich war auf einem Outreach mit einer Jugendfreizeit, das war richtig cool, hat fast so ein bisschen so diese Firecamper-Vibes, nur es waren noch mehr Leute, weil wir mit einer ganzen Jugendfreizeit, mit irgendwie 100 Leuten oder sowas, sind wir alle zusammen in die Innenstadt gefahren mit dem Zug und haben einen Outreach gemacht. Und da waren dann einfach ein Haufen Jugendliche, die dann auch zwischendurch immer so irgendwo hingegangen sind, so ein bisschen weiter in die Innenstadt und Leute eingeladen haben und ihnen irgendwie so, wir hatten so Du bist geliebt Kärtchen, also das war dann jetzt kein Werbungsflyer oder so, sondern stand einfach nur Du bist geliebt drauf, nur so als Conversation Starter sozusagen. Und da hatten wir auch ein Worship-Team und natürlich Leute, die Zeugnis erzählt haben. Und ich habe halt einfach aufgelegt.
mitten in der Innenstadt, mitten in der Fußgängerzone. Und das war halt total witzig, weil du musst dir vorstellen, war dann halt einfach so eine Fußgängerzone und da waren dann irgendwie so halt so 50, 60 Jugendliche, die dann halt einfach alle Party gemacht haben und wir haben halt Praise als Remix oder so Zeug halt dann gespielt und alle haben mitgesungen. Das war eine mega Stimmung. Ich war schon kurz davor, das vorzuschlagen, ob ich nicht meinen DJ-Pult mitbringen kann zu Encounter Tour. Ich glaube, auf der Straße geht oder überhaupt bei Ungläubigen, bei egal wo eigentlich ist, Straße oder auch auf Geburtstagen oder sowas. Ich glaube, da geht sowas voll gut. Funktioniert das richtig gut, ja. Voll, aber ich glaube schon auch, also je nachdem, wo man ist. Ich glaube, wenn viele junge Leute da sind, super nice. Ja, Mann, ja. Aber wenn du jetzt so eine Gasse hast wie heute, wo ältere Leute in Cafés sitzen und du dann da so ein DJ-Ding, ich glaube, das ist anders. Wenn du eine Studentenstadt hast, so, dann ist es, glaube ich, richtig cool. Genau. Genau. Oder so, so vor der Uni oder so. Naja, genau. Und es ist ja auch halt nur so ein guter Starter. Weißt du, wir haben so 2, 3 Songs gespielt und danach sind wir dann in Worship. Ja. Und dann sogar teilweise halt so direkt aber, so. Aber habt ihr richtig eigene Songs damit oder macht ihr quasi so Remixes aus lauter bestehenden Songs? Nee, mit Kickoff schreiben wir schon eigene Songs. Also ich schreibe dann meistens und Joni ist viel so in der Produktionsphase drin. Okay. Wir machen auch Remixe von Worship-Songs und wir machen Mashups und sowas, was dann viel für die Live-Shows ist. Aber vor allen Dingen das, was wir auf Spotify haben, sind wirklich eigentlich eigene, selbstgeschriebene Songs. Okay. Ja. Voll gut, meine Lieben. Was können wir noch besprechen? Wie sind wir denn? Wie krass war eigentlich der Moment am Ende mit dem Worship? Ja, es ging so ab. Heute? Da war ich echt so. Aber da, auf einmal war voll die Party auf der Straße. Das ja, da habe ich auch die Kamera weggelegt dann und dann. Und ausgerechnet davon wollen wir doch ein Reel haben, Thomas! Und ja, aber manchmal. Nein, Spaß, du hast ja einfach gefilmt. Teilnehmen und nicht zugucken. Thomas müsste hier zum Arbeiten. Wann verstehst du das nicht? Nicht um teilzunehmen. Nein, er hat doch sogar gefilmt. Wird bestimmt ein paar schöne Reels davon geben. Ja. Aber andere Frage, und zwar, jetzt übernehme ich hier mal die Moderation, so läuft es hier nämlich in Wahrheit auf der Encounter-Tour. Eigentlich ist der Thomas der Chef. Nee, ja. Darf ich den jetzt muten? Kennt ihr das? Ich muss es jetzt kurz unterbrechen. So. Kennt ihr das? Der Elias war nicht da, heute darf ich das. Also, kennt ihr das? Ich sehe das Kommentar schon, hört bitte auf, den Thomas zu unterbrechen. Ja, ich weiß, ich sehe es auch schon. Ich habe es mir auch schon wieder gedacht. Ich führe jetzt einfach mal einen Satz. Der Grund, warum Eli und ich nicht zusammen in der Folge drin vorkommen, ist, weil von den Archetypen darf immer nur einer Art drin vorkommen. Und der Eli und ich sind einfach zu ähnlich. Von den was für Typen? Archetypen. Googelt das. Ja, das muss ich jetzt gleich mal machen nach der Folge. Arche wie Arche Noah. So, was wolltest du sagen? Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass ich dich nicht unterbrechen möchte und dass du jetzt bitte sagst, was du sagen wolltest. Das ist echt vergessen. Also, heute in der Besprechung, immer bevor wir in den Outreach gehen, haben wir eine Besprechung. Wir und die Firecamper. Ja. Und dann beten wir zusammen, tauschen uns aus, erzählen uns nochmal ein paar Zeugnisse vom Vortag und richten uns auch ein bisschen auf den Moment aus, der vor uns liegt, in der nächsten Stadt. Und heute war das Thema Angst irgendwie so ein bisschen nochmal präsenter, weil es auch eine Story gab mit einer Begegnung. Ich weiß nicht, wie explizit ihr in diesem Podcast darüber spricht. Keine Namen. Nee, ich rede von der Situation selber. Das kann man sagen, wenn man keinen Namen hat. Ich kann die jetzt nicht so gut wiedergeben. Das kann. Ja. Aber was ich interessant fand und ich finde eine coole Frage, die ich euch gerne stellen würde, wäre, wenn ich jetzt ehrlich und ihr ehrlich zu euch selber seid, wovor habt ihr Angst? Auf Thema Outreach oder allgemein? Allgemein. Von mir aus auch Outreach. Ich glaube, es ist jetzt nicht so präsent, aber wenn ich so mir vorstellen würde, was könnte am schlimmsten passieren oder was würde mir richtig Angst machen, ist halt, wenn irgendwas sehr Schlimmes meiner Familie oder meinen Freunden passieren würde. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt so als alltägliche Angst habe. Und sonst würde ich vielleicht Sorge oder Angst sagen, halt bezüglich Zukunft. Aber das ist auch nicht eine Angst, das ist eher eine Sorge. Also, hey, wo geht's eigentlich hin? Weil ich jetzt gerade auch in so einer Phase bin, wo ich nicht so genau weiß, was mache ich in 2 Jahren. München. Hast du das gehört? Sagt ihr, das muss der Heilige Geist gewesen sein. Das war doch klar. Habt ihr es alle gehört? München. Hast du es auch gehört, Timothée? Ich habe nichts gehört. Timothée hat es nicht gehört. Ich glaube, das war ganz präsent hier gerade. Wovor hast du Angst? Wovor habe ich Angst? Ich überlege gerade.
Gott hat mir nicht gegeben einen Geist der Furcht. Ja, gut, das ist jetzt die Streberantwort. Nee, aber du bist ja auch ein Mensch. Ich überlege wirklich. Also wenn du die Antwort dir so aus vollem Herzen sagen kannst jetzt, dann... Dann ist stark. Ich kann es akzeptieren. Also, ich meine, das, was du gesagt hast, ja, davor, das ist auch eine Angst, aber das... Ja. Aber keine super präsente Angst. Nee, aber gell? Angst im Sinne von, das wäre halt ganz schlimm, wenn sowas passiert, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Angst betiteln würde, in dem Kontext, wie du es wahrscheinlich meinst. Hast du Angst davor? Nee, ne? Dass was passiert? Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, als müsste ich mir Sorgen machen, dass was Schlimmes passiert. Eben, das meine ich ja. Also eigentlich zählt es ja noch nicht. Ja, das meine ich ja. Ich habe jetzt nicht so ein präsentes Ding. Es wäre natürlich ganz schlimm, aber so eine richtige... Was habe ich denn? Habe ich Angst? Weißt du was? Sonst überlege ich noch was. Sonst überlege ich noch was. Lass mir was einfallen. Also, ich glaube, ein Punkt ist vielleicht, manchmal kommt es so, dass meine Familie stirbt, ohne dass sie errettet wird. Das würde ich schon als aber auch, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, danach lebe ich safe. Also ich habe sehr, sehr selten jetzt wirklich so Angstmomente. Ja, das sind dann vielleicht so kurze Momente, wenn jetzt ich weiß, hey, in der Familie ist irgendwas. Meine Mom war letztes Jahr mal im Krankenhaus, wo es echt nicht so, also war einfach nicht cool. Da habe ich mir schon so echt ein bisschen Sorgen gemacht, aber ich gehe eigentlich immer zum Herrn und dann ist eigentlich auch relativ schnell wieder gut. Und wir haben eigentlich die größte Angst ist manchmal, dass man vom Weg abkommt und nicht mehr da ist, wo Gott einen haben will. Auch gar nicht mal Ort, der wirkliche Ort, sondern auch mit dem Herzen so ein bisschen. War das nicht sogar heute auch so ein bisschen, oder also dieses Ding Angst, nicht am richtigen Platz zu sein oder sich diese Sorge zu machen, so dass man... Ja, ich weiß, dass ich am richtigen Platz bin, aber manchmal... frage ich mich schon so, Maxi, ist das, was du machst, noch, kommt das noch von ganzem Herzen oder ist es eben Routine? Das war ein Thema, was ich jetzt hatte gestern und heute Morgen, wo ich echt ins Gebet gegangen bin. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir alle sind ja unperfekt und mir fallen schon echt viele Dinge ein, wo Gott echt sagen könnte, hey Maxi, ist echt nicht cool. Aber andererseits denke ich mir dann, hey, ist so gnädig. Und wenn ich das dann heute wieder sehe, wie es auf einmal so voll schön war und wirklich Gott so echt gesprochen hat, er ist echt ein Vater, der mich auch voll ermutigt und immer wieder sagt, Maxi, go for it. Das ist, meine Gnade ist größer, geh weiter und halte dich jetzt auch nicht an so vielen Dingen auf. Versteht ihr? Voll. Also, Thomas und Chris fehlen noch. Ist es so die Richtung, wo du hin willst oder hast du gerade was ganz was anderes gemeint? Ich kann einfach mal so ein bisschen von mir sprechen. Und zwar, ich kenne das von mir so, dass wenn ich neue Schritte gehe oder neue Schritte gegangen bin, davor immer von meiner Seite ganz viele Blockaden oder Hindernisse waren, die mich, keine Ahnung, sei es Selbstständigkeit, sei es zum Beispiel auch hier mitzukommen. So, also ich habe relativ lang gebraucht, um zu sagen, jo, ich bin dabei, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob das dran ist und so weiter und habe da auch Gott gefragt. Und ich bin schon... Das ist eigentlich witzig, dass ich so heiße. Vielleicht will das so ein bisschen drängen. Aber ich merke, dass ich vor einem Schritt schon immer wieder Zweifel habe, okay, was, wenn das, was ich jetzt hier tue, gar nicht das ist, was Gott möchte, was ich tue. Und dann werde ich es rückwirkend vielleicht bereuen. Und dann muss ich mir immer wieder vor Augen führen, Gott kann nur ein Auto lenken, das fährt. So, wenn ich jetzt nichts mache, dann passiert da nichts. Aber tatsächlich so eine präsente Angst, oder die nicht präsent, aber so eine etwas, sondern so ein Gedanke, der mich auf jeden Fall auch immer wieder beschäftigt, ist die Sorge dafür, dass ich nicht das Potenzial ausgeschöpft habe, was eigentlich da wäre, weil ich zweifle. Versteht ihr, was ich meine? Oder ist das jetzt ein bisschen zu Thomas kompliziert? Das Ding ist halt, es ist halb 3 Uhr morgens. Und wenn du jetzt hier irgend so eine Philosophie-Zeug raushaust, das packe ich auch gerade nicht. Also ich habe das dann überhaupt eher, das mit dem, also dass ich gut nachvollziehen kann, ist dieses Potenzial ausschöpfen, aber nicht aus dem Ding, dass ich zweifle, sondern eher, weil ich mich auf die falschen Sachen fokussiere. Ich glaube, du, Chris, hast es ja auch irgendwann mal gesagt, so, wenn der Feind dich nicht irgendwie abbringen kann, dann fängt er an, dich abzulenken. Und ich glaube, eine Gefahr, gerade wenn man, wie ich, irgendwie in sehr vielen verschiedenen Bereichen
unterwegs ist und von vielen Leuten angefragt wird, hey, bist du da dabei, hast du Bock auf das und das Projekt? Und es sind ja alles immer gute Projekte. Aber die Frage ist nicht, ist es ein gutes Projekt, sondern ist es das Projekt, wo Gott dich jetzt haben will und wo dein Potenzial und deine Berufung liegt. Ja. Und du kannst da ganz schnell deinen Fokus verlieren, wenn du einfach in alle möglichen Sachen investierst, aber dann am Ende das verpasst, wo eigentlich deine Berufung liegt und dein Calling liegt. Und deswegen musst du dich da immer wieder neu drauf ausrichten. Ja. Hast du jetzt das Gefühl, dass du hier dabei, hierher gehörst? Oder hast du eher so das Gefühl, ich glaube, ich habe mich da voll verhört, Gott? So, willst du mit bis nach Wien fahren? Ganz oder? Ehrlich, oder, wirst du am liebsten in Salzburg, weil das der nächste Weg nach Hause wäre, jetzt ich einfach heimfahren? Ich will auf jeden Fall bis nach München fahren, weil von München nach Hause ist auf jeden Fall einfacher als von Wien nach Hause. Ich weiß, das nicht, Frage beantwortet? Ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Antwort ist. Also die erste Option. Okay. Was war die erste Option? Es ist halb drei. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, er will mehr. Doch. Okay. Ja, okay, also das mit dem Potenzial ausschöpfen, das verstehe ich, was ihr meint. Also hast du das auch manchmal, dass du angefragt wirst, Chris, für irgendwas und dann halt aber merkst, hey, es ist aber jetzt eigentlich nicht das, was... Ja, voll. Voll, also ich bin auch gerade so ein bisschen selber mit mir im Prozess, so ich kann und muss nicht überall dabei sein. Ja. Und du solltest vielleicht auch nicht. Also ich glaube auch, dass nicht jede Türe, die sich auftut, ist immer eine Türe, die von Gott aufgemacht wurde. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es gibt offene Türen, die sind zwar offen, aber die hat halt nicht Gott aufgemacht. Ja. Nicht, dass es automatisch was Schlechtes ist, sondern ich glaube, dass wir auch unsere Zeit einfach Dingen hingeben können, die gut sind, wo jetzt nichts Schlechtes ist, aber wo einfach... Ja, was jetzt nicht irgendwas ist, wo Gott für dich vorbereitet hat. Ich meine, wenn du jetzt ein talentierter Typ bist und machst eine gute Arbeit, dann gehen dir Türen auf, also zum Beispiel in Karriere. Das muss aber ja nicht heißen, dass das dann die richtige Tür ist, sondern vielleicht ist es sogar das Gegenteil der Fall, dass Gott dir eine Tür öffnet für zu sagen, hey, mach das und das, obwohl sich vielleicht weltlich gesehen halt die Tür attraktiver anfühlt. Ja. Maxi. Naja, also dann. Schön war's. Schön war's. Ich wollte das genau gerade sagen, aber da man mir hier vorgeworfen hat, ich würde das immer sagen. Es macht ja einen Unterschied, weil jetzt sind wir ja schon ein bisschen länger drin in der Folge, gell? Ich hätte die Folge jetzt durchgezogen, 3 Stunden lang mit euch. Nicht beendet. Ich muss schlafen noch. Ich finde, wir haben den Outreach besprochen, wir haben über Ängste geredet, wir haben Thomas mit Sonnenbrille gesehen. Und war alles dabei, was man braucht. Wir haben Lachgummis gegessen. Das Rätsel müssen wir auflösen noch. Achso, vielleicht sollen wir es noch mal einmal anhören? Oh ja. Ein letztes Mal, letzter Versuch, der hier. Okay, warte. Und los. Im Kriechli heißt es Kreisröchli. Krass. Also, die Auflösung ist, meine Lieben. Können wir diese epische Musik dafür anmachen? Wo ist die? Im Küchenschrank ist ein Käsekuchen. Da muss ich noch was dazu sagen. Guten Appetit. Gebt ein Like und einen Kommentar. Ist ein Käsekuchen eine Süßigkeit? Werte. Ich habe den Koran gelesen. Stellt euch vor, der Typ guckt seitdem über diese Podcast. Das ist echt so bescheuert. Das ist voll gemein, wenn ihr das schaut. So bescheuert. Erst mal drüber nachgedacht, Synchronsprecher zu werden. Also, das klingt schon geil. Du bist, glaube ich, die dritte Person, die das in diesem Podcast schon gesagt hat. Ja. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Ich würde mir das die Wort Bibel von Maxi gesprochen, würde ich mir schon anhören, glaube ich. Wenn die eine Hörbibel von mir kaufen? Würde aber richtig teuer, meine Lieben. Ja, aber weißt du, wie lange du brauchst, bis du die ganze Bibel eingesprochen hast? Das stimmt, bis dahin ist eh schon wurscht. Ja, da kann ich auch in Bitcoin investieren. Ja, das ist jetzt ein random Vergleich, aber okay. Jetzt müssen wir so ein Disclaimer hier machen. Wir sind keine Finanzberatung. Investiert nicht in Bitcoin. Also es ist uns egal. Auf weitere Fragen, Faktoren Arzt. Habt ihr Bitcoin gekauft? Will noch irgendjemand Werbung? Nee, das heißt jetzt anders. Zu Risiken und Nebenwirkungen... Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie. Die sagen jetzt irgendwas komplett anderes. Ach, die haben das geändert, gell? Ja, voll. Total komisch. Ich liebe, wenn man immer sagt,
die haben. Schlimm, wie sich alles verändert. Ich war noch in der Schichtarbeit, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und dann hatte ich so einen Kollegen und der hat immer in der Pause erzählt, was er so im Fernsehen geschaut hat und immer gesagt, die haben gesagt. Mhm. Und also einfach so der Satz, ey, die haben jetzt gesagt, naja, dass bei Corona noch schlimmer geworden ist, ja, als letzte Woche. Ich ist noch mehr infiziert. Dann fragt man sich mal, wer ist die, gell? Ja, genau, wer sind die? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so wir haben noch ein bisschen zu wenig vom Thomas gehört heute. Ja, also irgendwie auch. Thomas, ernsthaft. Ich finde, der ist hier so untergegangen. Ja? Der wollte das auch, der hat sich durchgemogelt. Der hat sich durchgemogelt. Jetzt kommen wir mal auf den Präsentierteller. Jetzt kommen die wichtigen Fragen. Ja. Bist du geimpft, Thomas? Das ist jetzt das, was hier alle interessiert. Wir werden jetzt hier ganz andere Themen aufmachen. Schreibt es in die Kommentare, was ihr glaubt. Genau. So random. Das war jetzt wirklich Thomas random. Ist geimpft. Das wird jetzt der Titel. So, bist du geimpft, Thomas? Wenn das der Titel ist, das wäre so, wär so witzig. So richtig Clickbait des Grauens. Bist du geimpft, Thomas? Fragezeichen. Ich meine, zugegeben, die Titel sind schon immer so richtig Clickbait. Wir sind gerade in München. Ja, funktioniert. Was? Wirklich? Wir sind in München. Was passiert hier gerade? Das kann nicht. Stimmt, wir fahren über München. Doch, ich habe das auf der Route auch gesehen. Ja, wieso über München? Wieso fahren wir über München? Das oh nein, jetzt kommt raus, dass wir gar nicht in Österreich sind. Wir sind gar nicht hier. Das macht doch null Sinn. Ist das noch die Encounter to Austria? Jetzt merken die, dass wir die ganze Zeit bei jeder Folge nur den mittleren Ring hier entlang fahren. Nee, jetzt kriegst du mal ernsthaft. Was? Stimmt das? Ja. Warum fahren wir über München, hä? Weil wir so komisch über... Ich habe das gesehen. Kann doch nicht doch sein. Schau mal auf. Willst du mir sagen, man kommt von Bregenz nicht über Österreich nach Salzburg oder was? Doch, aber es ist so rum kürzer. Weil wir die besseren Autobahnen haben. Schau mal auf der Webseite. Ich finde es gerade so da sehr. Da sieht man es auch, genau. Ich habe geguckt. So komisch. Das ist da so. Sieht man, dass ich die Route da über München geht. Ich könnte jetzt eigentlich heimgehen. Wir könnten jetzt daheim schlafen wir und dann einfach morgen nach Salzburg fahren. Das wäre eigentlich locker. Richtig chillig. Na, übel. Voll. Warum kommt die Idee uns erst jetzt? Vor allem, wir fahren ja jetzt nochmal 2 Stunden dahin. Nach Salzburg? Wir sind gerade mitten in der Innenstadt von München. Ich finde das so weird, Leute. In der Innenstadt sogar. Maxi, hast du irgendwas vergessen? Können wir irgendwas holen von dir zu Hause? Ich habe ausgerechnet, ich habe eine Wechselunterhose zu wenig. Sollen wir kurz anhalten? Spaß, das war ein Scherz. Thomas, kannst du bitte noch irgendwas sagen? Ich finde es so schön, dass du hier bist. Ich werde diese Folge meinen Kindern mal zeigen, ja, dass der Thomas da mit dem Podcast wie war. Wie cool ist das denn, dass ich es geschafft habe, mich so zurückzuhalten, dass du mich nochmal einladen musst? Hä, hey, das ist eigentlich auch cool. Smart. Spaß. Spaß, ich will hier nicht wieder. Ich will nicht mehr. Spaß. So schlimm okay, war es doch nicht, Thomas. Du hast doch schon für verschiedene Dienste einen Dienst erwiesen, richtig? Ja. So. Was auch immer das heißen soll. Das soll heißen, dass er für verschiedene Dienste gearbeitet hat. Was klingt so witzig, einen Dienst erwiesen für verschiedene Dienste. Ja, oder? Also. Also Unternehmen meinst du? Als Dienstleister. Von den Dienstboten des Dienstevereins. Ach, genau, ja. Gedienstet. Also eigentlich. Also jetzt bin du ich hast eigentlich, schon, eigentlich ist du heute Dienstag. Du hast mich richtig verstanden. Du jetzt hast bin ich schon nicht mehr sicher. Am Anfang dachte ich, ich habe dich richtig verstanden, aber jetzt kommt also, du hast schon für verschiedene Dienste gearbeitet. Aber meinst du mit Dienste jetzt Dienst im Reich Gottes? Ja. Okay, dann habe ich das richtig so verstanden. Oh, okay. Aber das stimmt, richtig? Ja. Genau. So. Und welcher ist der beste? Wie jetzt im Vergleich zu anderen Diensten, wie viel besser oder schlechter genießt du die Arbeit mit uns? Das Coole bei euch ist ja, ich werde mal nur über die guten Sachen sprechen, ne? Nee. Das ist ja hau komplett raus. Hau raus. Hier darf man alles sagen, bis man gemutet wird. Also, außer was die nicht so gut ist, dass man hier gemobbt wird. Was gut ist, ich finde es irgendwie cool, dass wir so mehr oder weniger, Pi mal Daumen, alle in einer Generation sind. Und bis auf Eli. Spaß. Ja, der ist jung geblieben. Der ist jung geblieben. Rede weiter. Timothy, was machst du da? Oh, warum sagt die Polizei bitte folgen? Hast du mich gerade erschreckt. Die können wir live einladen in den Podcast. Ja, nochmal, was war die Frage nochmal? Fühlst du dich hier wohl? Ja, auf jeden Fall. Thomas, so. Nee, du hast gesagt, dass... Was? Ist doch mega nice hier. Ja. Was sind deine Pros und Cons? Genau. Würdest du anderen Leuten empfehlen, hier mitzuarbeiten? Ja, auf jeden Fall. Schon? Ja. Ich finde es richtig gut. Ich finde cool, also ich fand das lustig beim Horns.
dass er und das auch anscheinend andere Leute so wahrnehmen, dass Chris so eine Internet-Prominenz ist oder irgendwie so. Und dass immer, wenn Leute kommen, dann so, oh. B-Promi. So. Obwohl ich es witzig fand, dass heute tatsächlich eine Frau ja nach einem Foto gefragt hatte. Nee, ich find's cool, weil ich weiß nicht, wie das für andere rüberkommt, aber so wie ich jetzt euch kennengelernt habe und auch dich, den Chris vor allem, dass einfach Demut tatsächlich an der Tagesordnung steht und es nicht so ein, es gibt keine Solo-Shows oder es wird, also du hast die Sachen schon so in der Hand und du leitest die Sachen an, gehst voran, aber es ist nicht so auf Biegen und Brechen, es muss so gemacht, immer so, jedes Detail muss genau so sein, wie du es dir vorstellst, und das habe ich an anderen Stellen schon hin und wieder erlebt. Genau. Das finde ich ziemlich gut. Und du bist ja auch so bei allen dabei, also du packst auch an, die Technik aufzubauen, für das ich übrigens sehr dankbar bin, weil du hast meistens noch am meisten auch Plan, was wo rein muss. Ja. So, das müsstest du ja auch nicht machen. Also, ja. Oder ja. ihr könntet einfach sagen, hey. Ich fühle mich gerade voll geehrt, ich kriege hier lauter Blumen von allen Seiten, merkst du das, Max? Ja. Ich sehe nur Schleimspuren am Boden. Ja. Und es wird sicher nicht mehr Geld geben, aber das sage ich euch gleich. Mehr als nichts? Jetzt hatte ich noch einen Punkt, den habe ich wahrscheinlich jetzt wieder vergessen. Aber ich liebe es, dass du gerade so aktiv bist, weil jetzt redest du gerade richtig viel. Das ist der Wahnsinn. Jetzt rede ich endlich mal so viel wie im echten Leben, ne? Ja. Nee, ich find's cool. Ja. Mir fällt was ein. Was fällt dir ein? Wir wollen deine Love Story hören. Oh, das haben wir doch gesagt. Ey, was, wenn ich der neue Mr. Love dann werde? Ja, das darfst du. In jedem Podcast muss immer der Gast seine Liebesgeschichte erzählen. Stimmt. Wie hast du deine Frau kennengelernt? Wie hat Gott das geführt? Boah, das ist jetzt noch cool. Jetzt kommt das Team. Bei wie viel sind wir eigentlich? 2057. Ja, also, das stimmt nicht. Wir haben da zu früh auf Start gedrückt. Stimmt. Ja. Okay. Ich glaube, es war am 15. April 2014. Das ist jetzt süß, dass du das noch weißt. Echt? Ja, in der Teenie. Was? Du wolltest wissen, nee, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Ich verstehe es irgendwie. Beim Baseballspielen in der Teenie. Ja. Kannst du das bitte ausführen? Was ist das? Naja, also du weißt, was eine Teenie ist. Nein. Eine Teenie-Gruppe. Ah. Okay, für alle Leute, die nicht in irgendeinem Gemeindekontext sind, konfessionell oder nicht konfessionell. Also Teenie-Gruppen sind Gruppen, wo meistens junge Leute im Alter zwischen, weiß ich nicht, 11 und 16 Jahren irgendwie so, sich zusammentreffen, über Jesus reden. Und Baseball spielen. Und im Sommer, wenn es warm ist oder in den warmen Monaten draußen irgendwelche Aktivitäten machen. Und okay. In unserem Fall war das immer Baseball oder Volleyball. Wie alt warst du da? Das war mein 16. Geburtstag. Okay. Nee, mein 7. Nee, das war 2013. Das war 2013 und dann war mein 16. Geburtstag, okay. Glaube ich. Und ich glaube, sie war zum ersten Mal da. Die Emilia, sie kam gerade in die Teenie und ich bin gerade raus. Genau. Okay, wie alt war sie dann? Ich glaube, sie ist 13 geworden, okay. Oder so. Aber das ist halt Ewigkeiten, bevor wir zusammengekommen sind oder bevor ich sie überhaupt auf dem Schirm hatte. Mhm. Genau. Frag weiter. Achso, was geschah dann? Na, warte. Gar nichts. Warte. Was passierte, nachdem du Emilia das erste Mal beim Baseballspielen gesehen hast? Gut aufgepasst. Löste es Schmetterlinge bei dir aus? Fortsetzung folgt. Nee, tatsächlich nicht. Also, das Ding ist, bei Emilia und mir ist so der Moment, wo wir uns kennengelernt haben und der Moment, wo wir zusammengekommen sind, sind komplett random, unabhängige Momente. Das ist voll okay. Mhm. Aber ich würde nicht gerne wissen, wie es weitergeht. Spannt uns ganz schön auf die Folter. Also tatsächlich ist es so, ich weiß nicht, wie relevant das ist, aber ich hatte eine Freundin, bevor ich mit der Emilia zusammen war. Das ist auch alles cool. Und da war es tatsächlich so, dass ich als junger Typ halt immer so, ich weiß nicht warum, dieses Bedürfnis hatte, dass irgendwie, dass eine Freundin vielleicht irgendwie was füllt, so eine Art, so ein Wunsch nach Anerkennung, nach Liebe, nach, weiß ich nicht, vielleicht auch irgendwie so Schutz. Das hört sich irgendwie paradox an, vielleicht als Typ. Und ich habe mich aber auch immer als junger Typ eher für tatsächlich ältere Mädchen interessiert. Und bin dann auch 3 Jahre lang eine Mädel hinterhergelaufen, bis ich dann auch irgendwann mit ihr zusammengekommen bin. Ihre Eltern fanden das nicht so cool und hatten uns dann gebeten, dass wir uns wieder trennen. Krass, mochten die dich nicht?
Ich glaube doch. Und heute bin ich dem Dad auch richtig dankbar dafür, weil es war voll gut für beide von uns. Ah, ihr habt auf die gehört und euch dann getrennt, weil die das gesagt haben. Ja. Krass. Er war Ex-Pastor oder Pastor oder irgendwie sowas. Okay. Also er war ehemaliger Pastor und dementsprechend auch irgendwie vielleicht für mich so eine gewisse Respektperson. Mhm. Und für mich war es schon kacke und hart, aber es hat mir einen Spiegel vorgehalten, dass ich gelernt habe oder verstanden habe, dass das, was mir wichtig war oder ich habe einfach so das Resultat davon gesehen, was meine Taten waren, und an dem Moment oder an dem Tag habe ich verstanden, was ich alles anders machen möchte. Und tatsächlich auch erstmal gelernt, das Ding war, sie ist dann ins Ausland für ein halbes Jahr. Und ich habe gedacht, und die Eltern haben es auch gebeten, keinen Kontakt zu haben in dieser Zeit, das zu respektieren. Und ich habe denen auch gefragt, was ist, wenn sie nach einem halben Jahr zurückkommt? Ich sage, es hat sich für mich nichts geändert, ich würde das immer noch machen. Würden die das dann akzeptieren? Und dann hat er gesagt, wahrscheinlich nicht, aber ich kann es ja mal versuchen. Und gesagt, getan war das tatsächlich bei mir so. Also sie kam nach einem halben Jahr dann wieder aus dem Ausland zurück. Hast du so lange keinen Kontakt gehabt? Ja, aber hast du immer noch voll gedacht, so, ja, die ist es? Ja. Krass. Und für sie? Für sie war das dann nicht mehr so. Krass. Genau. Und dann haben wir uns ausgesprochen, wir haben das klargestellt und dann war das auch okay. Das war bestimmt keine leichte Zeit, oder? Du sagst es jetzt zwar so, aber es ist nicht ohne. Ja, es war schon hart. Ich meine, drei Jahre nach Frau hinterhergelaufen. Ich glaube, ich war 18, als wir zusammengekommen sind. Genau. Das war keine leichte Zeit, aber ich habe das ist ganz wichtig, man braucht immer einen Mentor. Finde ich, egal für was, so. Ja. Ich kenne das im Businessbereich, dann sagt man, du brauchst einen Business-Mentor. Nee, aber du brauchst, finde ich, auch einen Mentor, um erwachsen zu werden, so. Im besten Fall ist es dein eigener Dad, aber das klappt nicht immer, deswegen vielleicht auch ein anderer. Und mein Mentor hat mir damals, ich wollte zu dem Zeit zum Bund, weil mein Schwager beim Bund ist, und ich habe gedacht, das klappt nicht mit der Frau und was auch immer. Und dann habe ich gesagt, komm, dann gehe ich halt zur Bundeswehr, dann gehe ich weg hier. Und dann, weil wir auch ähnliche Freundeskreise hatten und ich wusste, es wird ultra weird werden, wenn wir immer noch in den gleichen Kreisen sind. Mhm. Und dann hat das nicht geklappt. Und dann hat mein Mentor gesagt, machst du nicht, gehst nicht. Also ich erlaub's dir halt nicht sozusagen. So, doch, ich mach das. Und er so, warum willst du vor deinem Problem weglaufen? So nach dem Motto. Und das hat mich dann gezwungen, da zu bleiben, mich mit meinen Gefühlen zu konfrontieren und einfach tatsächlich auch zu lernen, warum will ich eine Freundin und so weiter. Genau, und tatsächlich zu genießen, Single zu sein. Vor allem dann, als sie zurückkam und dann auch gesagt hatte, dass sie es halt sich nicht mehr vorstellen kann. War das für mich so ein, also das hat dann nochmal gehittet, aber es war nicht so schlimm, es war dann so, okay, ich kann das akzeptieren und wusste, okay, ich muss jetzt einen Weg für mich finden, zum einen lernen, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe, als Mann sie irgendwie auch wahrzunehmen und trotzdem irgendwie zu lernen, okay, wie geht man damit um, wenn man abgelehnt wird, oder wie geht man damit um, zu wissen, okay, ich hab mir ein Bild ausgemalt, wie meine Zukunft aussieht, wer meine Frau sein wird, und dann hatte diesen Moment und dann war das wieder so komplett weg. Und genau, und ich glaube, das hat mir schon beigebracht, wie gehe ich mit Situationen um, die nicht so sind, wie ich es gerne hätte oder so. Und ich glaube, was Gott mir beibringen wollte in der Zeit, das hat er mir schon ziemlich klar gemacht, war, wenn du als Single es nicht schaffst, ein gutes und glückliches Leben mit mir, also mit Gott in dem Fall, zu führen, dann wirst du es in der Ehe genauso wenig schaffen. Und wenn du eine Frau brauchst, um glücklich zu sein, dann hast du komplett verkackt. So. Safe, ja. Und deswegen immer, wenn ein Typ mich fragt, hey, ich will einen Freund, was auch immer, sag ich, ja, du musst erstmal lernen, mit dir selber klarzukommen, weil wenn du nicht mit dir klarkommst, wird deine Frau erst recht nicht. Und dann hast du einfach nur für euch beide ein Problem geschaffen, weil du dachtest, du löst damit irgendein Bedürfnis und stellst fest, das war es eigentlich gar nicht. Weil eigentlich hat es ein Bedürfnis nach Jesus. Und das kann halt eine Frau nicht stillen. Und das kann auch ein Mann nicht stillen. Voll gut. Ja. Amen. Und wann kam jetzt deine Frau? Um es auf den Punkt zu bringen. Aber es war eine gute Story, also war gerade wichtig. War gut, ja. Aber machen wir. Genau, und bei Emilia wusste ich, ich werde alles anders machen. Wie kam es? Für mich war erstmal voll lange klar. Ja, erstmal lange gar nichts. Kein Mädchen, nix. Einfach nur jung sein, Single sein, was auch immer. Und dann habe ich doch Russlandsdeutsch, ich brauche Wasser, ey. Ich habe auch so Durst. Russlandsdeutsch, kann ich das Wasser haben, Timothy? Ah, danke. Russlandsdeutsch, wie ich bin. Ich wollte eigentlich nicht dann jung heiraten, aber Russlandsdeutsche heiraten halt jung. Prove me wrong. Wo ist mein Wasser?
Das ist nicht meins. Ich hatte die große Flasche da. Chris braucht sein Wasser. Auch mein Wasser. Ist jetzt Trinkpause, oder wie? Eine Trinkpause. Patrick, erzähl uns mal was. Ich kann euch tatsächlich so lange was Lustiges erzählen. Und zwar, Luca war ja. Sorry, ich bin gut in lustigen Sachen. Ich dachte, du machst irgendwas. Luca war ja noch nicht im Podcast, gell? Ja. Pass auf, ich habe heute was richtig, richtig Lustiges rausgefunden, weil ich in meinen alten Screenshots war. Und zwar, vor etwa einem Jahr hat Luca geheiratet, oder? Ja. Noch ein bisschen länger. Drei Tage nach seiner Hochzeit, und ich kannte Luca ja gar nicht, hat mir jemand per Instagram ein Foto von Luca und seiner Frau in Brautkleid und Anzug geschickt und gefragt, hey, sag mal, hast du vor drei Tagen geheiratet? Und ich habe so gesagt, nein, ich habe nicht geheiratet. Und die Person so, ah, okay. Irgendwie sah die Person auf dem Bild hier ähnlich. Es war so random, weil ich mir auch so dachte, als ob... Hast du da schon gewusst, dass das der Luca von uns nein, ist? Nein, ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Und jetzt und war ist so er auf weird. Einmal hier. Und jetzt, heute bin ich dann durch meine Screenshots gegangen, weil ich das damals so witzig fand, habe ich das halt gescreenshottet, gell? Hab die aufgeräumt und dann sehe ich dieses Bild wieder und dann zoome ich so ran und sehe, warte, das ist ja Luca und seine Frau, die ich jetzt beide dann jetzt kennengelernt habe, gell? Das ist witzig. Und dann, ich habe es dann erstmal Luca gezeigt und so, es war richtig, richtig funny. Also hatte wohl irgendjemand, der halt wahrscheinlich mich kennt aus dem Encounter-Podcast und euch auch alle kennt und wahrscheinlich dir auf Instagram folgt und so und du warst bestimmt auf der Hochzeit und hast irgendwie ein Foto gepostet oder so, hat halt das gesehen. Ich war Trauzeuge. Ah, du warst sogar Trauzeuge, genau. Hat wahrscheinlich dieses Foto gesehen und hat anscheinend Luca und mich verwechselt. Also es war unglaublich random. Also ich habe mich auch in dem Moment so, ich dachte, wie kommst du jetzt darauf, dass ich jetzt auf einmal, ja, hast du geheiratet? Das ist echt witzig. Das war vielleicht was Prophetisches. Das war schon wild. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das prophetisch auslegen soll. Aber ich finde total toll, dass du es immer noch bis jetzt geschafft hast, nicht zu erzählen, wie du Emilia sonst erzählst. Jetzt kommt. Ich will das alles in der nächsten Folge. Nein. Ja. 2017 haben wir mit der Jugend angefangen, evangelistische Jugendgottesdienste zu machen. Da habe ich tatsächlich angefangen, Videos zu machen, auch. Und es war kurz bevor wir zusammengekommen sind, war dann auch dieser erste Jugendgottesdienst. Und ich habe halt sozusagen so ein mehr oder weniger Media-Team aufgebaut. Und Emilia hatte irgendwie so eine Affinität für Instagram. Und dann hatte ich halt Videos gemacht. Sie hatte so ein bisschen Instagram. Eine andere Person hatte so Facebook-Werbeanzeigen dann dafür gemacht. Das war so eine Zeit, wo irgendwie das voll wenig Leute auf dem Schirm hatten. Und genau, das war halt so, dass wir irgendwie in einem Kontext zusammengerutscht sind. Habt ihr gearbeitet zusammeneinander? Ja, und tatsächlich hatte ich auch so ein leichtes Interesse vielleicht aufgebaut, schon für sie das Jahr über, weil für mich einfach irgendwie klar war, nee, ich muss irgendwo hingehen, damit ich eine kennenlerne. Aber ich wusste, Brautschau ist keine Option für mich. Und dann war das so, also muss ich hier irgendwie kennenlernen. Genau. Aber irgendwie, ja, Emilia und ich haben uns eigentlich immer ganz gut verstanden. Aber sie hat mir eigentlich immer klar gemacht, so, ich habe die irgendwann mal nach irgendeinem Abendgottesdienst so nach Hause gefahren, weil niemand die fahren konnte oder was auch immer. Und dann hatte die irgendwie auch random so klargestellt, nee, das mit uns wird nichts übrigens. Hat sie gesagt, aber ja, wörtlich ja, also Korb gegeben, bevor ich fragen konnte. Du, also, ich wollte nochmal sagen. War okay. Ich habe ja gelernt, damit umzugehen. Das war ja dann okay. Was für eine unangenehme Situation. Ja, aber einfach, nee, aber jetzt nochmal ganz kurz Situation. Ihr sitzt nebeneinander im Auto. Ich muss euch das vorstellen. Und dann ist so, hey, wie fandst du den Tag heute? Und dann sagt sie einfach, du, das mit uns wird nichts. Um ehrlich zu sein, ich... Hast du irgendwelche Andeutungen gemacht oder wieso kam das? Das hätte mich jetzt echt interessiert, wie das so abgelaufen beim ist. Beim Autofahren so. Könnt ihr das mal nachspielen kurz? Ja. Ah, hast du den, den Umlegearm gemacht? Nein, kein Körperkontakt. ich weiß es nicht. Es ist auch nicht so relevant für die Story eigentlich. Okay. Nicht, weil ich es nicht sagen will, sondern ich weiß es wirklich nicht mehr. Nicht sagen, okay. Auf jeden Fall gab es eine Situation, wo sie so eine schwere Situation hatte mal, dann später, das war dann kurz vor dem nächsten Jugendgottesdienst. Und es hatte auch, glaube ich, irgendwas mit, also es hatte auch was mit einem Typen irgendwie zu tun. Mhm. Und den sie aber dann irgendwie so, keine Ahnung, er wollte was von ihr oder irgendwie doch nicht und dann hat sie ihm irgendwie sozusagen gesagt, hey, nee, das mit uns wird nichts und so. Und unter den Leuten, die wir uns kannten, haben wir eben gedacht, das wäre für sie voll hart. Und ich dachte so, oh, ich kenne diese, wenn das, ich weiß, wie das ist, wenn das so hart ist, wenn man irgendwie
abgelehnt wird oder Ablehnung ablehnen muss oder Ablehnung erfährt und dachte so, ey, weil wir uns so gut verstehen und was auch immer, so, ey, ich kann dir vielleicht mal meine Story erzählen, um irgendwie so, wie ich gelernt habe, damit umzugehen. Mhm. Und habe gesagt, hey, hast du Lust, irgendwie vielleicht nach dem Gottesdienst, selbst wenn das ein Mac ist und ich will dir was teilen. Wirklich so, ich hatte wirklich das Herz, was zu teilen. Und dann habe ich ihr da sofort erzählt und so und die dachte so, hey, ich habe das Jesus alles schon abgegeben, was willst du eigentlich? Boah, das ist unangenehm. Nee, die hat mir das echt den Mauern gesagt. Sie hat mir das nicht in der Situation so gesagt. Okay. Sie dachte sich das. Okay. Sie dachte sich so. Hä? Was will der Typ? Und der Thomas so voll weiß auf diesen Weisen so, ich helfe dir jetzt. Ich helfe dir mal. Und die dachte ich nur, oh, ist das gerade cringe. Iss deine Nuggets und lass uns hier raus. Der sich jetzt extra dafür über McDonald's mit mir getroffen. Boah, voll der Fremdscham-Moment. Aber das ist jetzt super ironisch, aber ich glaube, sie hat gecheckt in dem Moment, dass ich kein Hintergedanken damit habe, sondern einfach nur diese irgendwie helfen wollte. Mhm. Und irgendwie hat das bei ihr dann paradoxerweise Interesse ausgelöst. Aber so, genau, und dann hatten wir, das war dann irgendwie so, wir haben den Tag dann den Rest der Zeit nur ein bisschen miteinander verbracht, sind in den Gottesdienst gefahren, dann habe ich sie wieder heimgebracht. Wir hatten eine Zeit lang immer Sonntagabends in so einer nageligen Gemeinde immer so Gottesdienste, wo so junge Leute waren und so halt. Genau. Und irgendwie dann sind wir so ein bisschen in Kontakt geblieben und hatten dann relativ schnell aber auch so ein klarstellendes Gespräch von, ey, obviously hat sie Interesse an mir und ich hatte irgendwie dann auch Interesse an ihr. Beide konnten es aber irgendwie nicht vorstellen, weil für mich war so, ich habe gerade mit dem Videoding angefangen. Freundin kam gar nicht in Frage für mich und jetzt auf einmal kommt das. Wo ich es überhaupt nicht mehr gebrauchen kann. Dann kommt es auf einmal. Aber ich glaube, Gott wusste, das spricht mich an, das ist ein Punkt. Ja. Genau, aber Gott wusste das und ich tue mich immer so schwer, wenn irgendwie ein junger Typ fragt, so wegen Beziehung und so weiter, wie man das machen sollte. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, weiß nicht, hör auf, dich darauf zu konzentrieren. Konzentrier dich auf Gott, auf deinen Weg, auf das Ziel, was du hast. Geh darauf zu. Und weil man kann immer nur mit seiner eigenen Erfahrung irgendwie weitergeben. Und bei mir war es so, und dann kam das halt. Würdest du sagen, das finde ich nämlich spannend, das ist ein guter Tipp, glaube ich. Ich sage das immer zu Leuten, die zu mir kommen und sagen, oh, ich will unbedingt eine Freundin, Maxi, kannst du für mich mal... Und dann sage ich immer, genau, wenn du so fühlst, dann ist es schon falsch. Ja. Denn ich glaube, genau das, was du sagst, am besten ist der Moment, wo du gar nicht mehr so, oh, bitte, 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 sondern ich bin voll entspannt. Ich habe Gott, ich bin glücklich alleine und dann kommt's, oder? Ja, ich hab mal von einem alten, weisen Mann gehört, ein Mann braucht eine Vision, um eine Frau glücklich zu machen, außer die Frau ist die Vision. Also ein Mann braucht eine Mission, um ein guter Ehemann sein zu können. Er muss für irgendwas kämpfen, irgendwo auf dem Weg zu sein, aber die Frau darf nicht die Mission sein. Aha. Thomas, es ist fast 3 Uhr. Das ist wirklich too much, wenn du da irgendwie so philosophische Sachen online hast. Das war sehr gut. Das kann der Maxi nicht mehr. Ich hab's gar nicht gecheckt. Also ich weiß jetzt auch nicht, warum die Frau irgendeine Mission sein soll. Vision. Aus? Ich fand's gut, ich hab's verstanden. Ich fand's auch gut. Was, aber ich stell immer wieder fest. Wir müssen die Folge gleich beenden, weil die Kameras, glaube ich, nicht mehr durchhalten. Oh. Aber sind die schon aus? Bist du noch da? Und was ich auch gelernt habe, vom ersten Mal, ich rede jetzt einfach dazwischen. Ich rede schnell noch zu Ende, wir haben nur wenig Zeit. Ich mache jetzt die letzte Pointe. Das wichtigste Learning war, bei der ersten Freundin war es tatsächlich so, oder bei meiner dann doch ersten Freundin, dass die Eltern mich dann gesagt hatten, hey, nee, wir wollen das nicht. Und dann habe ich mir entschlossen und gesagt, hey, früher hat man es so gemacht, man ist zum Vater des Mädchens gegangen, hat gesagt, hey, ich habe das und das vor, wäre das okay für dich? Und das habe ich dann bei Emilia in dem Fall so gemacht. Also wir haben uns 2 Monate lang getroffen, um einfach uns auszutauschen, zu reden, nicht zusammen zu sein, kein Körperkontakt, nichts, sondern einfach nur, um sich auszutauschen und zu gucken, hey, passt das und glauben wir wirklich gleich und so weiter. Und dann bin ich zu ihrem Vater hingegangen, habe einen Termin mit ihm ausgemacht und mit ihm gesprochen. Und dann meine Ziele oder meine Motive klargestellt. Und ich glaube, das war eines der wichtigsten Punkte, die ich in dem Moment gemacht habe. Das ist so ultra altmodisch und so ultra, hä, what? Aber ich habe das Gefühl, dass das maßgeblich dafür war, dass danach voll viele Dinge viel besser funktioniert hatten. Finde ich auch voll gut, ja. Cool. Du bist auch so du bist so voll der traditionelle Typ teilweise, oder? Du bist in vielen Dingen schon so ein Traditioneller.
So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, oder? Ja, schon. Ich finde es irgendwie cool. Ich finde dich auch gerade total cool. Ohne Witz, ich finde es gerade richtig cool, dass er da so zu dem Vater gegangen ist. Ja, Gentleman. Aber ganz ehrlich, das würde ich auch so, das ist ja. Für mich gehört das einfach ich, dazu. Ich finde es voll toll. Genauso wie man, dass man die Frau immer einlädt. Ja. Du kannst eine Frau nicht bezahlen lassen. Das übrigens, macht ich lade ihn immer in der Tankstelle nachts ein, weil er die Frau in dieser Konstellation genau, ist. Also in der Konstellation hier im Wohnwagen, also im Nightliner bin ich seine Frau. Boah, es ist krank. Okay. Die Frau okay. Wenn ich jetzt eh lieber, würde ich sagen, Digga aus, mach das Ding aus. Don't cut that out. Don't cut that out. Liebe den. Ich würde sagen, Liebe Abbruch den. Oder bevor Abbruch. Die Kameras ausgehen, jetzt können wir uns auf jeden Fall verabschieden. Wollen wir alle reinwinken nochmal? Okay. Aber wir können ja gar nicht gleichzeitig. Ist das cringe?